Guten Morgen und willkommen zu diesem kleinen Video. Ich sitze hier gerade im Airbus A321 von TULIS und bin dabei, einen Flug vorzubereiten, den ich im Rahmen der IVAO Anniversary Tour 2020 fliege. Und zwar geht das Leg von Kopenhagen nach Luxemburg. Ja, warum ich dieses Video aufnehme, ist einfach gesagt, ich wurde während eines meiner Streams auf Twitch von einem meiner Zuschauer gebeten, doch mal, ob ich nicht ein Video machen könnte, wie ich die MCDU im Airbus programmiere. Ja, dieser Bitte von MindMaster komme ich sehr, sehr gerne nach. Das ist nämlich hier für den A321 eine relativ übersichtliche Sache. Und so wie ich es hier im TULIS A321 mache, gilt es für die meisten anderen Airbusse von der A3X-Familie genauso. Bei den verschiedenen Herstellern, Flight Factor oder wer auch immer, können da minimale Abweichungen passieren oder vorkommen, aber im Prinzip ist die Vorgehensweise immer die gleiche. Ich werde dieses Video nicht den ganzen Flug aufnehmen, sondern wir werden das Video zusammenschneiden. Ich gehe davon aus, dass wir so auf eine halbe Stunde Videomaterial kommen und im Wesentlichen, wie gesagt, geht es darum, wie programmiere ich die MCDU. Also, um es nochmal klar zu machen, das ist nicht hier ein Tutorial, wie man am besten die MCDU programmiert oder wie sich das gehört oder wie es Piloten machen, sondern es ist ausschließlich ein Video darüber, wie ich meine MCDU für einen Flug programmiere. Ich bin da nicht 100% realistisch. Ich gebe zum Beispiel keinen zweiten Flugplan auf, mache auch ein paar andere Sachen nicht, die Leute machen, die es sehr, sehr realistisch haben wollen. Also ich bin da eher, suche mir da so einen Mittelweg. Aber das werdet ihr ja dann gleich sehen, wenn es soweit ist. Zum Status, wie gesagt, TULIS Airbus A321, in dem ich hier sitze. Ich stehe am Flughafen in Kopenhagen und ich habe die Cockpit Preparations soweit abgeschlossen, dass die APU läuft, die Maschine also Strom hat und ich bereit bin, die MCDU zu programmieren. Wie gesagt, es geht hier nicht darum, ein Code-and-Dark-Tutorial zu machen, sondern ein reines MCDU-Video, nicht mal ein Tutorial, sondern ein Video. Und deswegen, die Maschine ist präpariert, so dass ich die MCDU programmieren kann. Ich habe mir dazu, und das zeigen wir als erstes, einen Flugplan erstellt, wie ich das immer mache, und zwar bei SimBrief. Und zwar, wie ich das gerade eben schon gesagt habe, es geht von Kopenhagen nach Luxemburg. Flugzeit insgesamt geschätzt 1 Stunde 21. Ich fange jetzt an, mir hier die Daten rauszuholen, die ich einerseits für den Abschluss der Flugpräparationen oder Flugvorbereitungen treffen muss, zu holen, andererseits aber auch schon für Daten, die ich dann für die MCDU brauche. Aber fangen wir mal an mit dem Sprit, 7.958 Kilo. Ich mache das nicht über das TULIS-Tool, sondern mache das hier in den Weight Balance. 7.958 waren das, glaube ich. Kommt ja jetzt auf so ein Gramm dann auch nicht an, aber schauen wir mal. 7.958, okay, fertig, Änderung übernehmen. So, damit ist der Flieger getankt. Ja, als nächstes geht es um die MCDU. Ich pop die mal hier raus. Das ist eigentlich auch sehr, sehr übersichtlich, die Seiten, die man zu bedienen hat und auch die Vorgehensweise. Ich mache immer die gleichen Schritte. Und zwar fange ich an auf der Init A-Seite. Es gibt ja zwei, Init A, Init B. Ich fange an mit der Init A-Seite, gehe dann rüber zum Flight Plan. Nachdem ich die Routendaten eingebe, und gehe ich in den Flightplan, programmiere dort die SIT und die STAR, überprüfe dann, nachdem das geschehen ist, den Flightplan via Navigation Display, gehe dann zur Progress Page, gebe dort meine Zieldaten ein, gehe dann zurück auf die Init B-Seite, gebe auf der Seite für die Fuel Prediction die notwendigen Daten ein und zu guter Letzt auf die Performance Page, wo ich dann meine V-Speeds angebe. Also relativ simpel, immer die gleiche Vorgehensweise und wir fangen auch jetzt an mit der Init A-Seite. Also einmal auf Init geklickt
Und dann geht es los. Der Flugplan, wie gesagt, von Kopenhagen nach Echo Lima Lima X-Ray habe ich über das SimReef-Tool hier schon abgelegt und kann den jetzt einfach einfügen. Dann haben wir Sierra Lima Romeo to Hotel Kilo ist mein Callsign. Ich fliege mit einem Kostindex von 55. Ich weiß, das ist sehr hoch, aber mich interessiert der Spritverbrauch nicht wirklich besonders. Deswegen gehe ich da mit dem hohen Kostindex rein, damit wir ein bisschen zügiger da sind. Und dann holen wir uns nochmal das Flight Level. Ich glaube, das war 360. Ja, Flight Level 360, das ist auch in Ordnung. Halbkreisregel, wir fliegen Richtung Westen. Also 360 ist in Ordnung. Dann kommen wir zum Thema Temperatur. Ist eigentlich auch sehr einfach. Das Flight Level geteilt durch 10 mal minus 2 wären also minus 72 plus 15 sind minus 57. Und auf diese minus 57 wird dann noch die Average ESA hier aus dem Flightplan addiert. Also minus 57 plus 4 ist also minus 53. Fertig und dann machen wir ein Align und dann sind wir eigentlich schon mit der Programmierung der INEA-Seite durch. Weiter geht's auf der Flightplan-Page. Ich klicke hier auf Line Select Key 1 links und wähle mir die Departure. Da schauen wir auch nach, was denn SimReef da vorschlägt. SimReef sagt 22 rechts. Departure ist die Lango One Charlie. Die nehmen wir erstmal. 22 rechts und Departure Lango One Charlie. Und dann machen wir ein Insert. Und als Arrival in Luxemburg schlägt er uns die 24 vor mit der Remba to Dover, ja, to Delta natürlich. Also gehen wir hier auf Destination, Arrival, ILS 24 und dann die Remba to Delta. Da ist sie, Remba to Delta, Novia und Insert. So, als nächstes gehe ich jetzt einmal her und klicke im Flightplan einmal durch, um zu prüfen, ob wir Discontinuities drin haben. Das ist aber nicht der Fall, deswegen brauchen wir da auch nichts korrigieren. Dann gehe ich hier im EFIS auf den Plan-Mode und auf 20 Meilen Range vom Navigationsdisplay. Und dann schaue ich mir das mal an. Also wir starten hier aus der 22 rechts. Robert, dann Tobis, Lango und so weiter. Brauchen Sie jetzt nicht alle vorlesen. Dann geht es über Brussels, glaube ich, hier runter Richtung Luxemburg. Ein relativ spitzer Winkel. Luxemburg 24i, das ist der Initial Fix oder Center Fix, dann der Final Fix und dann die Runway. Das sieht aber gut aus, da brauchen wir auch nichts korrigieren. Dann heißt das, wir können hier den wieder zurückstellen auf den normalen Modus und gehen jetzt, sind wir eigentlich durch, gehen jetzt, ich jetzt übernehme ich allerdings hier noch meinen Echo Lima Lima X-Ray 24 in die Progress Page als Ziel. Echo Lima Lima X-Ray 24. So, dann habe ich nämlich hier auf der Progress Page eine Anzeige, wie weit es denn noch bis zu unserer Ziellandebahn ist. Okay, GPS ist jetzt primary, wir sind schon aligned. Das habe ich jetzt nicht besonders schnell geschaltet, sondern die Vorbereitungen haben ein bisschen länger gedauert, deswegen ist das GPS jetzt schon aligned. Normalerweise habe ich so ungefähr 4 Minuten, nachdem ich die MCDU programmiert habe, noch bis das IRS aligned ist. Okay, also. Das war die Progress Page und jetzt ja Progress Page. Jetzt geht's zurück zur Init und zwar Init B-Seite. Das heißt, wir klicken noch hier einmal auf die zweite Seite. So und dann haben wir hier die Daten, die wir brauchen für die Fuel Prediction und auch die holen wir uns hier aus dem Sheet von SimBrief. Und zwar hat er hier eine Final Reserve von 1,2 angegeben. Die übernehmen wir hier auch. 1,2 ist unsere Final Reserve.
Wir fliegen mit voller Maschine, deswegen weiß ich, dass unser Zero Fuel Rate 68,4 Tonnen beträgt. Unser Block Fuel haben wir gerade gesehen, aber habe ich schon wieder vergessen. 7,9 Tonnen ist unser Block Fuel. Und wenn wir das dann eingegeben haben, dann kriegen wir hier die Prediction. Das heißt, wir haben ungefähr so, ja, eine Stunde extra Time. 2,2 Tonnen. Das sollte auf jeden Fall ausreichen. Unser Alternate ist Paris-Charles de Gaulle. Das ist von Luxemburg auch nicht allzu weit weg. Das ist ja auch schon hier mit drin berechnet. Ja, hier 1,6 Tonnen zum Alternate. Das heißt, wir werden da schon mit einigem an Sprit noch runterkommen. Ups, das war zu früh. So, dann haben wir die Init B-Seite fertig und dann gehen wir auf die Performance-Page. Und an dieser Stelle laden wir dann auch das Toolies-Tool. Wenn ihr einen Flight Factor habt, dann eben das Flight Factor-Tool. Ich gehe als erstes hier an dieser Stelle einmal her. Die Parking-Bremse, die Parking-Brake ist gesetzt, deswegen kann ich hier schon die Chocks entfernen. Und dann sehen wir hier die Settings. Wir fliegen also voll mit 184 Paxen. Und das ergibt eben das Zero Fuel Rate von 68,4 Tonnen. Haben wir eben in die B-Seite angegeben. Wir fliegen hier eine Flex Takeoff. Und dann brauchen wir hier nur noch die Daten eingeben. 148 ist V1, 148 V-Rotate und 151 V2. So, dann haben wir einen Down 0.1, Flaps Down 0.1, jawohl, und wir haben eine Flex Takeoff Temperature von 4.2 und sind dann fertig. Engine Out Acceleration interessiert mich an dieser Stelle nicht. Ich habe keine Ausfälle programmiert bei mir im X-Plane. Das heißt, die Engine fallen nicht out. Deswegen brauchen wir auch da nichts zu korrigieren. Das war's dann eigentlich, was wir hier zu tun haben. Wir können jetzt nur noch mal checken. Das Todes-Tool kam wieder zu. Ich schaue noch mal eben, was denn jetzt hier auch bei im AW-Tab meine Q&H und so weiter sagt. Also wir haben Wind 260, das heißt 22 rechts ist in Ordnung. Und wir haben Q&H von 978. Das setzen wir dann hier einmal ein. 978. Perfekt. Und wir haben gesagt, hier oben Flight Level 360 ist unser Cruising Level. Wir haben keinen Controller Support. Normalerweise würden wir an dieser Stelle, hier stehen wir nämlich schon, an dieser Stelle erstmal den Controller Delivery Ground Tower, was immer gerade da ist, anfragen. All das brauchen wir nicht, wenn wir keine haben. Haben wir also selbst gesetzt. Das heißt, wir haben auch keinen Initial Client, haben den natürlich, aber ich stelle als Initial Client direkt unser Cruising Flight Level ein. Also das ist unsere Tour. Und wie wir sehen, sehen wir keinerlei Controller. Das heißt, wir werden uns alleine durchwühlen müssen. Okay, also. Dann haben wir im Prinzip alles soweit erledigt. Wir haben die MCDU programmiert, wie wir sie brauchten. Also erst die Init A, dann die Flight Plan Page, Sit and Start programmiert, dann auf der Progress Page das Ziel, dann auf der Init B Fuel Prediction und dann Performance Page, auf der wir uns gerade jetzt hier befinden, mit den Performance Daten. Und die lassen wir hier auch stehen. Und auf der zweiten MCDU, auf der Pilot Monitoring CDU, da stellen wir den Flight Plan ein, so dass wir immer mal einen Blick rüberwerfen können, wo sind wir denn, was haben wir denn für Abstände und so weiter und so fort. Gut, dann an dieser Stelle gehe ich einmal her und setze hier mein Squawk 1000. Das ist nur für den Fall, dass wir zwischendurch dann doch einen Controller online haben. Wenn wir hier 1000 setzen, dann werden wir in der Regel nicht aufgefordert, 9 zu setzen, es sei denn, er hat eine Menge Piloten, die 1000 gesetzt haben.
Ich mache immer hier die 1000 rein, es sei denn, ich habe natürlich vom Controller einen speziellen für mich bekommen, dann würde ich den jetzt an dieser Stelle einstellen. Alles andere bleibt erstmal so stehen, wie es jetzt steht. Und wir sind im Prinzip so weit, dass wir ein Pushback machen können. Das Ganze werde ich jetzt offline tun, beziehungsweise wahrscheinlich im Zeitraffer. Weil das ist ja jetzt, wie gesagt, nicht Bestandteil der MCDU-Programmierung. Die haben wir jetzt hier für den Start im Prinzip abgeschlossen. Und ich würde sagen, ich melde mich dann gleich zurück, wenn wir kurz bevor wir mit dem Zuhörer rollen. Also, bis gleich. Okay, also das war der Pushback. Wie ihr gesehen habt, habe ich zum Anlass der Engines mein eigenes Plugin benutzt, der Hotel Kilo oder Hotel Kilo Cockpit Plugin, weil auch hier geht es ja jetzt nicht darum, wie lasse ich so realistisch wie möglich die Engines an, sondern es geht hier einzig und allein um die MCDU. Also wir sind soweit vorbereitet, wir stehen jetzt hier, wir können unsere Roll- und Abflugvorbereitung weiter fortführen. Das heißt, ich setze hier schon mal unsere Autobrakes auf Max. Dann kontrolliere ich nochmal, wir haben unseren Transponder im Standby, wir setzen die Flaps auf 1 und wir setzen die Ground Spoiler auf Armed. So, und dann machen wir hier einmal unseren Flight Control Check. Die funktionieren aber alle einwandfrei und setzen unseren Pitch Trim, das war Down 01, hier in die Vorwahl. Dann sind wir fertig zum Rollen. Ich mache hier schon alle Vorbereitungen, die ich brauche, um einen Takeoff zu machen, weil auch das werden wir alles ein bisschen kürzer fassen. Ich bin fertig zum Rollen. Da hinten rollt noch eine zweite Maschine. Da müssen wir ein bisschen drauf achten. Wir haben also ein bisschen Traffic hier. Also wir rollen jetzt hier rüber, da hinten hin, denn das ist hier unsere Startbahn. Also können auch hier geradeaus durchrollen. Ja, das können wir auch machen. Also einmal hier rüber, dann hier runter und dann darüber. So werden wir es tun. Wenn wir denn wissen, was die Maschine da gerade tut, also da werden wir mal ein bisschen ranrollen. So, die Startvorbereitung habe ich jetzt abgeschlossen. Wir rollen direkt auf. Es ist kein Lotse online. Wir befinden uns jetzt auf der 2.2 rechts.
werden jetzt noch schnell alignen mit der Runway. Das ist jetzt der Fall. Dann beschleunige ich mit 50%. Gucke, dass hier Engines nachkommen. Engines sind da. Dann geht Chrono Start und ich mache hier mein Toga. Okay, dann geht's erstmal in die Luft und ja, wenn dann alles soweit abgeschlossen ist, dann werde ich mich wieder melden, sobald es irgendwie was Interessantes gibt. Ansonsten spätestens 100 Meilen vorm Top of Descent. Also bis später. So, wir erreichen jetzt gleich die 10.000 Fuß Marke oder Flight Level 100. Ist eigentlich nichts Besonderes zu beachten. Wir sind im Thrust Climb Climb oder Thrust Wide, also im Full Managed Mode. Jetzt haben wir die 10.000 Fuß, das heißt, Landelichter gehen aus. Alles andere ist hier in Ordnung. Wir haben den Tikas Tilt auf dem Buff. Wir sind im Tikas Motaba und ja, Flaps sind eingefahren, Ground Spoiler retracted und wir sind befinden uns immer noch im Steigflug zu Flight Level 360. Also erstmal nichts weiter zu tun und ja, ich melde mich wieder, sobald wir unser Cruising Level erreicht haben. Bis später. Wir erreichen jetzt gleich unser Cruising Flight Level. 360, Entschuldigung. Auch da haben wir eigentlich mit der MCD jetzt nichts weiter am Hut. Wir dürfen nur die Paxe auf Toilette lassen, deswegen habe ich jetzt einmal kurz hier unterbrochen, beziehungsweise mich hier zurückgemeldet, also bei Flight Level 360, einfach nur die Seatbelt Signs ausschalten. Das machen wir nämlich jetzt. Gleichzeitig schalte ich hier den Tikas Tilt auf Normal. Also wir steigen ja jetzt nicht mehr, sondern
fliegen hier auf unserem Cruising Level bis zum Top of Descent und deswegen können wir hier ins T-Castell bis auf Normal schalten. Ansonsten ist alles hier soweit gesetzt. Mit der MCDU haben wir erstmal nichts mehr im Hut und zu tun. Und wir sehen jetzt hier, dass wir zum Top of Descent noch circa 280 Meilen haben, also um 11.03 Uhr, wir haben jetzt 10.24 Uhr, circa eine halbe Stunde dauert es, bis wir da sind. Und zwar 100 Meilen vorher melde ich mich zurück, weil dann geht es dann nochmal an die Descent Preparation. Und dazu müssen wir natürlich auch wieder die MCDU programmieren. Wie wir das tun, das sehen wir dann so circa 100 Meilen vor dem Top of Descent. Also bis dahin erstmal wieder bin ich wieder raus und ich melde mich, sobald wir in der Nähe des Top of Descent sind. Bis später. Wir sind jetzt circa 100 Meilen vor dem Top of Descent, genau gesagt 110 Meilen. Und jetzt beginne ich mit den Descent Preparation. Dazu poppe ich mir hier nochmal die MCDU raus und hole mir mal hier auf das Avitab unseren Anflug, Flughafen, Echo Lima Lima X-Ray und schau mal, was wir da für Daten haben. QNH ist 106 und der Wind ist 260. Wir gehen also auf den 24 runter, wie auch geplant. Brauchen wir also den Anflug nicht mehr ändern, weil wir sind ja schon, haben ja schon den ILS-Anflug 24 programmiert. Alles, was wir jetzt noch tun müssen, ist die Ankunftsdaten in die entsprechende Performance-Page eingeben und dazu gehen wir hier über die Next Phase bis zum Approach. So, QNH 1006. Dann die Temperatur ist 3 Grad Celsius und wir haben Wind von 260 mit 20. Und als Decision Height gebe ich 250 Fuß AGL ein. Das war's. Auch hier das gleiche wie beim Start. Engine Out Acceleration interessiert mich nicht wirklich. Müsste man eigentlich setzen, wenn man es genau machen will, auf den richtigen Wert. Wir haben aber alle Ausfälle hier in X-Plane deaktiviert. Deswegen werden wir keine Engine-Ausfälle haben. Brauche ich also nicht programmieren. Im Prinzip war es das dann jetzt. Das heißt, ich kann jetzt wieder zurück auf die Performance Page gehen. Ich habe meinen Anflug, mein Descent soweit programmiert. Das Einzige, was ich noch gucken muss, ist, was ist denn unsere Interceptor? Da ist der Top of Descent. Da ist der Final Fix und da ist der Initial Fix 3000, das heißt, wir müssten, das machen wir aber dann, wenn wir gleich näher an den Top of Descent kommen. Hier gehen wir auf die Flightplan Page, also hier werden wir dann die Höhe auf 3000 Fuß ändern. Und dann werden wir so ungefähr, ich sag mal so 20 Meilen, 30 Meilen vorher werden wir die Paxe sich setzen lassen und 10 Meilen vorher werde ich dann das Descent einleiten. Also bis dahin ist aber erstmal nichts zu tun. MCDU ist programmiert und das wär's. Dann sehen wir uns wieder, wenn wir in die Nähe des Top of Descent kommen. Also bis später. Wir sind circa 50 Meilen vor dem Top of Descent. Ich mache die Anschnallzeichen wieder an, damit die Paxe wissen, jetzt heißt es runter vom Klo. Und sich wieder hinsetzen. Alles weiter dann, wenn wir so 10 bis 20 Meilen vorm Top of Descent sind. Bis gleich.
Das hätten wir. Wir sind jetzt circa 10 Meilen vom Top of Descent. Ich stelle mal hier unsere Höhe ein. Ich stelle das T-Cast Tilt auf Below und dann leite ich mal den Sinkflug ein. Und wenn ich das gemacht habe, schalte ich hier auf die Progress Page um. Jo, jetzt ist es einfach nur noch hier im auf der MCDU, auf der Progress Page, die Vertical Deviation, also die vertikale Abweichung im Auge zu behalten. Die sollte jetzt langsam abnehmen, weil wir uns ja mit ca. 1000 Fuß Sinkrate pro Minute unserem eigentlichen Top of Descent nähern. Und wenn der dann erreicht ist, dann geht er auf die eigentliche auf den eigentlichen Descent Angle. Der wird dann irgendwo bei 2,4 oder sowas, 2400 Fuß liegen. Aber das macht der Autopilot ganz alleine. Da brauchen wir also wirklich nur monitoren. Und ansonsten bleibt alles so, wie es jetzt eingestellt ist. Wie gesagt, T-Cast Tilt nach Below, damit wir, weil wir im Sinkflug sind, auf nach unten ein bisschen mehr Sicht auf den Verkehr haben. Ich schaue noch mal eben. Da sind wir. Wir fliegen, wie gesagt, hier nach Luxemburg. Das heißt, hier unser Paris-Control interessiert uns nicht, weil da ist unser Ziel. Tower-Controller noch andere sonstige Controller sind online. Also wir machen ganz normal unseren eigenen Anflug, so wie wir ihn programmiert haben. Gut, alles weitere dann erstmal, wenn es dann in die Nähe der Flight Level 100 geht. Bis jetzt bleiben wir im Sinkflug, beobachten unseren Gleitwinkel und unterstützen, falls die Maschine es braucht. Ansonsten, wir sehen uns bei Flight Level 100. Wir erreichen jetzt gleich die Flight Level 100. Der Airbus nimmt bereits die Nase etwas hoch, um Geschwindigkeit abzubauen. Wir sehen hier, dass wir etwas unterhalb des berechneten Leitweges uns befinden. Das ist auch super. Die Geschwindigkeit geht runter, weil die Nase raufgeht. Also ich muss dann nicht eingreifen im Moment. Und sobald er dann vernünftig abgefangen hat, beziehungsweise die 10.000 Fuß erreicht, Flight Level 100. Machen wir dann noch unsere 10.000 Feet Action. Und dann bereiten wir die Landung im Prinzip vor. Programmiert haben wir die MCDU ja schon. Ich habe gerade eben nochmal kontrolliert, wie der Luftdruck ist. 1.906 Hektopascal habe ich hier schon mal vorgewählt. Und kann dann gleich einfach umschalten. Wenn wir durch das Transition Layer gehen oder das Transition Level erreichen. Unser GPS ist Primary, das heißt, unser GPS funktioniert, war ja auch nicht anders zu erwarten. Und jetzt, ich kontrolliere ab und zu und kontrolliere also permanent nicht ab und zu unsere vertikale Abweichung und gehe hier jetzt mit der Range von dem Navigationsdisplay nochmal ein bisschen weiter rein. Und dann sehen wir hier jetzt auch den genauen Anflug, den wir haben werden. Wir haben die 250 noch nicht erreicht, aber wir erreichen jetzt hier unseren berechneten Gleitweg. Jetzt geht er weiter runter, das heißt, wir schalten jetzt gleich die Landelichter ein.
als eine Aktion. Des Weiteren schalten wir hier den Localizer aktiv und wir schalten hier, je nachdem, was wir für eine Runway Range haben, wir haben 13.000 Fuß, eine sehr lange Runway, deswegen schalten wir hier unsere Auto Brakes auf Low, weil wir brauchen nicht so hart bremsen. Jetzt kontrollieren wir nochmal, wir stehen hier im Tikas Tilt immer noch auf Below, Tikas Motara, und hier an den Flaps und am Spoiler haben wir noch nichts gesetzt, das machen wir, wenn wir näher am Anflug sind. Derjenige, wer aufgepasst hat, mitbekommen, dass ich bisher den die Approach Phase nicht aktiviert habe. Das mache ich generell nicht hier bei dem Thales Airbus A321. Sobald man das hier tut, geht mir der Flieger zu schnell auf die Green Dot Speed. Das heißt, ich werde relativ langsam. Die Green Dot ist im Moment 220. Er würde dann also jetzt hier Richtung 220 gehen und würde dann diese Green Dot Speed halten. Der Anflug wäre mir zu langsam, deswegen aktiviere ich ihn nicht, sondern wird dann anschließend gemacht, sobald ich hier den Approach-Button klicke. Aber auch das machen manche anders, können sie gerne tun. Man kann die auch vorher aktivieren und dann gegen Gen Green Dot, oder man aktiviert und regelt die Geschwindigkeit selbst. Kann man alles machen. Wie gesagt, ich mache es so, wie ich es gerade tue. Ich aktiviere die Approach-Phase hier jetzt nicht, sondern lasse das automatisch machen, beziehungsweise mache das, wenn ich hier den Approach-Button klicke. Okay, dann sinken wir jetzt weiter mal runter. Und ja, ich melde mich wieder, wenn es was Interessantes gibt. Vielleicht könnten wir nochmal das Terrain-Radar jetzt einschalten. Wir fliegen ja jetzt doch in Bodennähe. Aber wie wir sehen, haben wir da im Moment auf dieser Höhe nichts, was uns da stören sollte. Dann für den Anflug werde ich dafür sorgen, das werde ich dann Selected Mode machen, dass wir hier auch den Center Fix so mit 175 bis 180 Knoten und Flaps 2 angehen werden. Und dann beim Center Fix, das ist ja hier der zweite, das sind dann noch 5 Meilen, da sollten wir dann Fahrwerk draußen haben und Flaps Full, so dass wir dann die letzten 5 Meilen in der echten Landekonfiguration die Landebahn anfliegen. Also bis zum Center Fix oder Initial Fix, wie immer ihr den nennt, bei 175 und Flaps 2 und dann langsam diese 4 Meilen bis zum Final Fix nutzen, um Fahrwerk auszufahren, Flaps 3 und 4 und dann langsam zu reduzieren auf unsere VREF, um dann beim Final Fix, wie gesagt, die Landekonfiguration zu haben und die letzten 5 Meilen in der endgültigen Landekonfiguration anzufliegen. So ist der Plan. Jetzt sehen wir, hier sind wir noch circa 11 Meilen. Ja, das ist aber wirklich die Distanz hier, das sehen wir ja auch. Ne? Hier ist der 10 Meilen Radius. Und bei circa 11 Meilen haben wir es jetzt noch bis zur Runway, aber wir fliegen ja diesen Bogen. Deswegen interessiert es das nicht im Moment. Ja, wir gehen hier mit dem Display nochmal die letzte Stufe runter. So, bei 5 Meilen vorher bremse ich ein, beziehungsweise ich gehe jetzt schon mal auf 220. Das ist die Green Dot Speed jetzt hier auch. Wenn man 5 Meilen, dann setze ich Flaps 1. Und dann bei 2,5 Meilen Flaps 2.
Also gib jetzt Flaps 1. Dann reduziere ich die Geschwindigkeit auf die angesprochenen ca. 180 Knoten. Jetzt haben wir noch ca. 3 Meilen. Eventuell muss ich mit dem Speedbrake ein bisschen nachhelfen. Jetzt geht Flaps 2. Ich ziehe ein bisschen die Speedbrake, damit wir schneller unter die 200 kommen. 2500. Dann erreichen wir also circa die 180 beim Initial Fix, Center Fix. Speedbrakes gehen wieder weg. Ich aktiviere den Approach. Wir haben noch circa 10 Meilen jetzt. Und wenn wir gedreht haben, auf den Localizer, haben wir jetzt etwas überflogen. Etwas überschossen, nicht überflogen. So, dann geht das Fahrwerk raus. Fahrwerk ist in Bewegung. Und ist grün. Ich setze Runway Cross, Runway Turnoff und Landelichter am Bugrad. Dann gehe ich jetzt auf meine normale VREF. Ich setze Flaps 3. Und Flaps Full. So, und dann habe ich jetzt im Prinzip die Landekonfiguration erreicht. Terrainräder ist alles grün. Kein Problem. Landebahn ist voraus. Und wir warten jetzt nur noch, dass wir den Localizer sind wir nahezu drauf. Ein bisschen links daneben. Den fangen wir jetzt ein. Und den Glide Slope bekommen wir jetzt auch. Knoten Wind, das ist nicht wenig. So, dann fängt er jetzt den Glide Slope ein. Wir setzen die Ground Spoiler Armen, die sind im Prinzip soweit durch. Das Terrain Radar kann aus. Landekonfiguration ist erreicht. Wir sagen der Cabin Crew Bescheid. Einmal Klick. Dann gucken wir nach. Jawohl. Landekonfiguration Gear Down. Und ICAS No Blue, das heißt, wir sind soweit gut. Wir haben noch circa 5 Meilen, 4 Meilen und die Engines sind hochgefahren. Das sieht alles sehr gut aus. Dann wollen wir mal gucken, dass wir im Flieger runterkommen. Wir sind schön auf dem Localizer, Glide Slope, Geschwindigkeit passt, Flaps sind full, Auto Brakes low, Landing is imminent. Okay, dann gehen die Fans an den Bremsen und wir nehmen den nächsten Exit.
dann können wir schon mal die Landelichter ausmachen. Taxilicht geht an und wir setzen den Transponder auf Standby. Halten aber trotzdem noch mal hier kurz an. Okay, also wir haben hier oben, sind wir auf Taxi Lights. Dann haben wir hier den Autopiloten deaktiviert. T-Cast stellen wir schon wieder auf Above. Wir resetten einmal das Ruder und wir haben den Ground Spoiler disarmed. Das Einzige, was wir jetzt noch machen, sind die Flaps einfahren. Transponder ist wie gesagt im Standby. Und dann rollen wir zum Gate. Und sehen uns dann gleich, sobald wir angekommen sind. So, wir sind am Gate. Jo, Taxilichter gehen aus. Ich hole mir als erstes mal das Todes-Tool und setze die Chocks und den External Power, Ground Power. Aktiviere ich auch und weil wir die Chocks gesetzt haben, brauche ich hier den die Parkbremse nicht mehr. Okay, also dann können wir, Ground Power ist an, das heißt, wir können die Engines ausmachen und auch die Treibstoffbomben. Wir fliegen nicht weiter, deswegen mache ich hier an dieser Stelle auch gleich das IRS-System aus. P2-Heizungen können aus und dann dürfen sich die Paxe bewegen. Jo, dann geht alles aus. Backup Radio auch. Dann sind wir im Prinzip durch. Flight Director kann aus. Hier brauchen wir nichts weitersetzen. Primary Loss ist klar. Wir haben ja gerade IRS abgeschaltet. Und dann gehen auch schon Cargo-Klappen auf. Und die Paxe werden dann auch irgendwann raus dürfen. So, das war's. Das war der gesamte Flug. Wie gesagt, ordentlich zusammengeschnitten oder im Zeitraffer laufen gelassen, dass es nicht zu langweilig wird, weil das waren jetzt fast 2 Stunden Flug, wahrscheinlich zusammengeschnitten so ungefähr auf 30 bis 45 Minuten, ich weiß es noch nicht genau, Bearbeitung war ich ja gleich erst. Okay, das war's, ich hoffe, mein Master, es hat dir was gebracht oder es bringt dir was. Wie gesagt, das Video ist auf Wunsch von mein Master erstellt worden und soll, wie gesagt, auch nur meine Art, die MCDU zu programmieren, abbilden und sonst nichts. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen und ja, Happy Landings. Besucht mich auf Twitch, Delta Hotel Kilo. Ciao, ciao.